Hallo, ich bin Konstantin vom Grundschulkönig und heute machen wir zusammen einen Bester-Papa-Orden zum Vatertag. Dafür brauchen wir eine Schere, einen Bleistift und einen Feinliner, einen Kleber, Tonpapier und ein Glas. Zuerst nehmen wir uns ein Blatt Tonpapier und falten es in der Mitte. Dann falten wir es wieder auseinander und schneiden es an der Faltlinie durch. Dann nehmen wir uns eine Hälfte des Blattes und falten sie wie eine Ziehharmonika. Wenn wir fertig sind, falten wir das Papier nochmal in der Mitte und kleben die Innenseiten aneinander, sodass ein Halbkreis entsteht. Jetzt wiederholen wir diesen Prozess mit der anderen Hälfte des Papiers. Also Ziehharmonika falten, knicken und kleben. Zur Stabilisierung kleben wir die unteren zwei Falten der Halbkreise aneinander. Als nächstes kleben wir die beiden Hälften aneinander, sodass ein Kreis entsteht. Hierbei ist wichtig, dass man ganz fest draufdrückt, damit die beiden Hälften auch gut aneinander kleben. Jetzt suchen wir uns ein Blatt Papier in einer anderen Farbe aus und zeichnen mit Hilfe eines Glases einen Kreis darauf. Diesen schneiden wir aus und schreiben eine Botschaft für den Papa drauf. Zum Beispiel, wie ich, bester Papa. Im nächsten Schritt kleben wir den Button in die Mitte des großen gelben Kreises. Natürlich ganz fest andrücken, damit der Button auch ordentlich hält. Wir haben es fast geschafft. Wir müssen jetzt nur noch zwei Schleifen aus einem roten Papier ausschneiden und sie unten an den Orden dran kleben. Auch hier ist es wichtig, fest anzudrücken, damit die Schleifen auch gut halten. Jetzt ist unser bester Papa-Orden fertig. War doch ganz easy, oder? Folgt uns auf Facebook, Instagram und Pinterest. www.grundschulkönig.de